Mit diesem Typen ist ein sachlicher Dialog nicht möglich, heißt es jetzt aus Pjöngjang. Gemeint ist natürlich der US-Präsident und sein Machtwort Richtung Kim Jong-un. Der aber zeigt sich offenbar wenig beeindruckt, liefert prompt konkrete Angriffspläne. 4 Mittelstreckenraketen sollen über Japan anfliegen und 30 Kilometer vor der Insel Guam detonieren. In wenigen Tagen sei man bereit. Kein Tag ohne weitere Eskalation. Rein rhetorisch hatte kurz zuvor der US-Verteidigungsminister vorgelegt. Nordkorea sollte jeden Gedanken an Handlungen aufgeben, die zum Ende des Regimes und zur Vernichtung des nordkoreanischen Volkes führen würden. Washington spricht damit offen von einem atomaren Gegenschlag. Dazwischen stehen Staaten wie Japan und Südkorea, die selbst zur Zielscheibe werden könnten. Nordkoreas aberwitzige Aussagen zu Guam sind eine Herausforderung für uns. Ihr Atomprogramm hat ein beunruhigendes Niveau erreicht. Wie weit sie genau sind, ist schwer zu sagen. Aberwitzige Aussagen werden währenddessen auch in den USA diskutiert, die des eigenen Präsidenten. Seine Ansage, man werde Drohungen aus Nordkorea mit Feuer und Zorn bekämpfen, waren offenbar mit seinem Stab nicht abgesprochen. Unberechenbare Alleingänge eines Präsidenten, dessen diplomatisches Geschick längst nicht mehr nur von Demonstranten vor dem Weißen Haus in Frage gestellt wird. Das Außenministerium mit dem Versuch einer Erklärung. Wir sprechen mit einer Stimme. Die ganze Welt tut das genauso. Der Präsident sendet eine starke Botschaft nach Nordkorea in einer Sprache, die Nordkorea auch versteht. Nordkorea aber sieht das offenbar eher als Steilvorlage für weitere Provokationen. Dem Militär ginge es, so wörtlich, ziemlich auf die Nerven, dass Trump sie nicht ernst nehme. Eine Aussage von vielen, die zeigt, rein sprachlich hat man längst jede Zurückhaltung über Bord geworfen, auf beiden Seiten.